Three Seals Motel. Don't worry, Mushroom. I got you. I hope so, Daniel. I hope so. Was haben wir jetzt als ein... Interessant. Brodys Andenken. Das ist eindeutig Brodys. Muss er vergessen haben, als er mir den Rucksack gegeben hat. Okay. AFK. Oh, ein Brief. Brody hat einen Brief im Rucksack gelassen. Er klingt sehr besorgt um uns. Ich bin ein besserer Autor als Redner, also schreibe ich dir, während du und Daniel im Auto schlafen. Beunruhigend. Sehr beunruhigend, dass er während der Fahrt schreibt. Es tut mir leid, dass ich euch nicht weiter mitnehmen kann, aber dafür gibt es einen guten Grund. So dysfunktional sie auch sein kann, Familie ist Familie. Aber als wir uns begegneten, war ich auf dem Weg nach Utah, wo meine Mutter derzeit ihren Kampf gegen den Krebs verliert. Ich muss dorthin. Du wirst ein paar Dollar in dem Rucksack finden. Das ist alles an Bargeld, was ich übrig habe. Aber du brauchst es mehr als ich. Dein Ziel ist gut und du musst deinem Instinkt folgen. Doch sei bitte vorsichtig und präzise. Warum lese ich immer so einen Kram? Und beschütze deinen Bruder um jeden Preis. Du wirst sehen, wenn du ihm die Wahrheit über Seattle erzählst, dass ihr durch das Teilen desselben Schmerzes stärker werdet. Wenn ihr Mexiko erreicht, haltet euch bedeckt, bis ihr Leute trefft, auf die ihr euch wirklich verlassen könnt. Ich denke, dort seid ihr auf jeden Fall sicherer als hier. Ein toter Polizist ist mit der derzeitigen Lage kein guter Anfang für Verhandlungen. Ich wünschte, ich hätte euch beide unter besseren Umständen getroffen. Doch ich bin froh, dass ich euch nach Möglichkeit helfen konnte. Passt auf euch auf, Brody. PS, melde dich, wenn ihr sicher seid. A Tribe Called West / ich bin immer online, solange ich nicht fahre. Es ist eine Weile her, dass ich einen Stift benutzt habe. Ich hoffe, du kannst es entziffern. Also in der Größe auf jeden Fall nicht. Jetzt kann ich gerade nicht. Warum kann ich nicht? Achso, hier kann ich switchen, ne? Gibt's denn schon wieder Neues? Nö, eigentlich nicht. Nochmal neu. Ach, das Ding. Okay. Good. Looks like the manager's asleep for the night. Shouldn't have any trouble from them. Do you think it will have Netflix or a jacuzzi? Dude, this is some motel, not an Airbnb. If you're lucky, it'll have cable and a hot shower. Oh, das ist hier auch, ist jetzt nicht die richtig fancy Gegend. It's really late. We need to get bedded down for the night. Ja, ruhig mal ein bisschen. Reserved Custom Parking Only. Wo kommen die denn her? Warte, lass mich mal auf die. Ganz kurz, Daniel, du wirfst einen Schatten auf das Nummernschild. Ich möchte sehen, wo die herkommen. Ich kann das nicht lesen. Sean! It's dark. Let's go inside. Das ist Oregon? Ja, ja, gleich, Daniel. Ich will nur wissen, ob wir hier vielleicht doch noch irgendwas finden können oder so. Das kann ja nie schaden, mal zu gucken. Wir haben jetzt zwar... We need to get to that room 10 wir sind jetzt now. Momentan nicht so ganz... No time to wander around. Na gut. Scheiße ausgerüstet, aber... Interessant. Er sagt, er will jetzt rein, aber er setzt sich dann immer gleich erstmal wieder irgendwo hin. Sounds like everybody is asleep. Yeah, so keep it down. Shh. Was man so unter asleep versteht, ne?
So, Nummer 10 ist unsere. Motten gibt es natürlich auch. Oder Nachtfalter. Müssen keine Motten sein. Ich weiß, das ist unser Zimmer, aber ich möchte trotzdem mal kurz ein bisschen. Das würde mich interessieren. Sean, look. Room 10. I found it. No shit, Sherlock Diaz. Ah, guck, das hätte. Und das hätten wir jetzt sonst möglicherweise verpasst, wenn wir schon reingegangen wären. Wenigstens einmal muss er es ja zu ihm sagen. Check it out. It even has a bathtub. Good. Super. I'm gonna throw you in, cave boy. We can watch TV too. Höhlenjunge und Hüttenjunge, and there's a balcony. Seine beiden besten Freunde. Whoa, this is nice and warm. This bed is diese off. Motels sind schon immer ganz. What about schon this eine coole Sache. Weiß nicht. Not bad. Weil ich halt teilweise. But too far from the TV. Can I take the one in front of the TV? Huh? Wanna play it over rock, paper, scissors? Oh, there's no way you can beat me, but. Ready? Ich finde, die haben teilweise einen ganz guten Standard halt so tatsächlich. Aw, shoot. I told you, man. Can we play another round? Come on. Na gut. Sure, I mean. You're gonna lose again, but suit yourself. Not this time. Oh, shut up. Come on. Not fair. You lost, man. What's not fair? I wanted that bed. Take it. For real? I don't really care. Awesome. Als ob, ne? Als ob. They're the same, you know? Yeah, but I like this one better. All right, I'm gonna run a bath. We totally reek. Especially you, Pit Pen. I wouldn't be so sure, Cave Boy. I'll call you when it's ready. I'll be right here. Of course you will. Oh, cool! Hot Dog Man is on. Some things do not change. Definitely not. It's on so late. Aber trotzdem, ich verstehe nicht, was er sich über seine Schuhe beschwert, wenn er eigentlich zu. I wasn't planning on getting rid of his bag, but. Where did Daniel get this? What's that? It was in Brody's car. He gave it to you. Yeah. You stole it from him? I don't know. It looked cool, and you stole before, so I thought. Daniel. No, man. Stealing is bad. We only do it if we really need it. Okay? Plus, Brody was super nice with us. If it's bad, then why did you do it? Hey, we had to. It was different. Box geguckt, die leer war. I don't want you stealing around. Understand? Yeah. Okay. Das heißt, es liegt daran, dass wir die Campingausrüstung geklaut haben. Daniel will be warm in this. That's a good thing. So, what's up? The buns want to catch Hot Dog Man and turn him into sausage meat. Oh, yeah. The giant meatball attacks in the next episode, right? Yes. And they get to meet the city mayo. Man, it's been ages. Why don't you watch Hot Dog Man with me anymore? I'm too old, dude. And I've seen it so many times. Okay, Grandpa Sean. Feels so good to sit down and watch TV. True. Okay, I'm done here. You're missing the best part. I know.
But I gotta take care of the bath. Don't forget you're up soon. I know. Yeah. Don't think we'll be coming back this way. This episode is awesome. You should sit down and watch it with me. I tried to iron my shirts once. Burned a hole through them. I can see why they left that tie. A cheap souvenir for a cheap trip. Makes sense. Yeah. Like I'm gonna sweep the carpet. Ja, komm, kriegst nochmal gratis Kondome. Die sind wir leider schon benutzt. Na gut, wir können nochmal. Können wir das so lange machen, wie wir wollen? Oh, das ist wieder... Oh Gott, das ist wieder Musik. Ich wette, für die Musik kriegt man wieder direkt hier... Dings. Auf YouTube. Weil es hier die gute, Wilhelm Tell-Overtüre von... irgendwas Watch out for Grandpa Sean! Stop! Sean! No! Come on! Next time... You'll respect the old man. Ne? Okay. I'm done here. You're missing the best part. Nein, I know. Nicht. But I gotta take care of the bath. Don't forget you're up soon. I know. So, wir haben jetzt ein Zelt. Oh, shit, that was wild. We have a tent now. Das Handy sollen wir wegschmeißen. Es lädt jetzt aber gerade. Mushroom, look! It's Hot Dog Man! Toll. Ah, okay, da könnten wir den Brief jetzt richtig lesen. I'll be extra careful. Also wusste ich auch bei Dings, aber ich wusste nicht, dass er da dann groß war. Wish we still had Brody around. Ich freue mich auf jeden Fall, dass er das durch mitgegeben hat. Was kann ich eigentlich... Was denn hier jetzt noch? Oh, die Hula-Tänzerin. Ich glaube einfach nicht, dass Daniel etwas von Brody gestohlen hat. Ja, ich finde das auch... das ist schon scheiße. Die Jacke ist echt süß. Und wir haben jetzt 40 wieder. Das ist wirklich, wirklich gut. Ich hoffe, es lohnt sich. Ich hoffe, es lohnt sich, dass wir diesmal dass wir Glück hatten und jetzt mit $40 dastehen. Hey, can you turn that down, please? Okay, okay. Halt, weil es mitten in der Nacht ist, ne? Also, vielleicht hätte ich es schon mal. Brody gave us some cash so we can take one of these tomorrow. They're headed south. The very bussy makes you get the best in transportation. Cheap prices, free Wi-Fi, snacks and breakfast, adaptive seats, hotel deals and guided tours. Ding ist halt... Ach, das tut weh, das Handy wegzuschmeißen, wenn... Wenn wir da kostenloses WLAN haben, finde ich. Yeah, let's go hike tomorrow. Just for fun. This is exploring the trails of Oregon with expert guides. Learn the region's history, enjoy the wonders, the wonders of nature. Ganz ehrlich, hätte halt momentan dieses Spiel hat mich echt drauf gekriegt. Ganz ehrlich, Oregon, ich hätte halt schon, Bock drauf, da mal hinzufahren. Yeah. Fuck Halloween. Too old for candy? How about a candy martini? Come haunt the regal beaver on Halloween night costume party and prices. 6 p.m. to 2 a.m. The regal beaver, 15 Furley Lane. Wish we could go there and pretend nothing happened. Ich finde, es sieht jetzt nicht so ansprechend aus. Robert Castle, the biggest Robert Collection in Oregon. Open Tuesday on Sunday, Tuesday to Sunday. Free for kids under 7. Special goodies over the course of Halloween. Das Ding ist, da steht halt nicht, wie viel es kostet. Das wird uns bestimmt auch direkt wieder pleite machen.
Es sei denn, wir sagen, Daniel ist 7, dann dafür wird er uns aber richtig hassen. Nein, wir haben halt auch echt keine Zeit dafür. Das ist halt. Das können wir gerade nicht bringen. Kann ich hier noch mehr? Aber ich kann einfach nur immer wieder mit ihm Fernsehen gucken, ne? Ja. Better get that bath. Nein. Nothing better than drawing to clear my head after this mess. Voll Glee-Style hier. She's so sweet. Right, Sean? Also die Musik meine ich, ne? Cool. I think I'm ready to draw this. Na. Kann man schon ordentlich machen. Also auf jeden Fall das. Ob ich den Raum gleich noch mit zunehmen, weiß ich nicht. Aber das ist schon sehr süß. I've looked enough. Time to draw now. Ich weiß halt nicht, was ist, wenn ich das. Ich will es halt auch nicht. I've looked enough. Aber eigentlich ist es so. So ist es sehr hübsch. Ich weiß halt nicht, was ist, wenn ich. Ja, okay, aber wir haben die Platz dafür. Can't believe I can actually sketch Daniel without yelling at him, not to move every 2 seconds. Weil er Fernsehen guckt. Hm. Pretty good. But I can add more details if I want. Ich find's diesmal sehr gut so. Also, you're my new best friend. Ist er jetzt so drin, oder? Ja, dann nehmen wir so. This cigarette with Lila seems so far away. Ich bin stolz auf dich, dass du nicht das Bedürfnis hast, noch eine zu rauchen. Das erleichtert uns die Lage ungemein. I can use a serious bong rip right now. The Green Room. Artisanal Cannabis, Rare and Select Strains, Oils, Edibles and Waxes. Grand Opening. Na gut, wenn man es dann braucht. It's nicer here. Wish I cared. Puerto Lobos, Mexico. Can I get us this far? And safe? How can we get there without money? And Daniel still doesn't know what really happened. How the fuck am I gonna tell him? Du musst das jetzt tun. Ganz, me and Daniel ganz just dringend. Have to take it one step at a time. Da, ne? Bei diesem Hotel. Also dieser Strand finde ich, das ist total toll. Ja, hör auf Musik. Geh weg da. Geh wieder zurück auf. Sean, ich will diese Musik nicht im Hintergrund haben. Erstmal ein Bad angelassen. Ah, und das ist die Karte, die wir auch haben. Glaube ich. But at least we're progressing. Da oben ist Astoria, aber wo soll denn Arcadia. Da soll Arcadia Bay sein, okay. Aber das gibt's nicht wirklich. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es das nicht wirklich gibt. Also wäre jetzt auch nicht schlimm, weil es da weg ist. Aber das ist sehr spannend, weil ich wollte sie so ein bisschen mit. Aber wir könnten jetzt theoretisch
Jetzt wissen wir, wo die längs gegangen fahren sind. Jetzt könnten wir da theoretisch bei ATS auch längs fahren. Okay. Da ist Portland. Ich glaube, momentan sind wir ja... Wir sind auf dem Weg nach Astoria. No worries. We don't have to build a fire tonight. Three Seals Guest Rules. Guests must be over 21 years old. Okay, zusammen sind wir das ja. No smoking, no loud noise or music, no cooking or combustibles. Breakfast is from 7 a.m. till 10 a.m. Checkout time is 11 a.m. We assume, no responsibility for lost or stolen items. Please enjoy your stay. Na gut, falls es noch zu Problemen kommt, ich glaube nicht, dass es jetzt noch passiert. Falls es noch zu Problemen kommt, ich bin ja zur Not auch noch dabei, ne? Also eigentlich sind die ja rechtens hier. Müssen ja nur mich fragen. Better get time to be a kid again. So. Ui, na, es hat auch schon mal bessere Zeiten gesehen, aber es ist schon. My hair feels like it's coated in dirt. A shower after Daniel will be bliss. Okay. Aber eine Zahnbürste hätte er auch mal ruhig mitnehmen können, als er da unterwegs war. Oder halt jetzt auch noch beim Laden kaufen oder bei der Tankstelle. Ach, damn. That fucking redneck hit me hard. I hit him harder, though. Ja, solltest du auch nicht gerade stolz drauf sein. Und auch das andere... Das ist halt das Wichtigste, dass wir das irgendwie hinkriegen, die hier so durchzuboxen, dass bloß nicht einer von denen, wenn es nicht Sean ist, dann halt im Zweifelsfall Daniel, dass nicht einer von denen halt noch auch so eine Einstellung kriegt, dass er am Ende zu so einem Selbstjustiztypen wird. Fill her up. Yuck, Sean. Ich sag ja, ne? It's a condom in my bag. Oh, gross. Hey, don't touch that. Ach so, das. Hey, das ist unser Kondom. Beschwer dich mal nicht. Das läuft bestimmt gleich über, egal. Ooh la la. Fresh clean towels. Run, run! Ja, hätte ich jetzt schon erwartet. Let's put this in the bathroom for Prince Daniel. Damn, I could paint this shit. Könntest du nicht. Ich wette mit dir, du kannst kein Aquarell malen. Du siehst einfach nicht so aus. Deine Zeichnungen sind echt gut, das will ich gar nichts gegen sagen. Can't aber believe Aquarell... I'm that happy to stay at a motel. Aber das ist auch gar kein Aquarell, ne? Das ist so, eher so gespachtelt. Sieht so ein bisschen impressionistisch aus. Bet he won't hate taking a bath after this. He needs that heat. Daniel will love this. Einfach mal komplett reinkippen. Ist ja vom Hotel, ne? Also. Ich würde die Dinger übrigens mitgehen lassen. Ich würde die auf jeden Fall mitnehmen, die Artikel hier vom Daniel! Badeartikel. You have towels in the bathroom. Don't forget to use them. Dings. That's the most beautiful bath I've ever seen. Na gut, wenn er sagt, es reicht. Hey Daniel, bath's ready. What? Already? Can I finish this episode first? No, man. You smell so bad. There's no time to lose. Schrei doch nicht so rum. Es ist mitten in der Nacht. Im Motel, das hey, macht man einfach nicht. You smell too. Oh my god. Whoa. So many bubbles. Nein. Try and keep them in the bathtub. I will. Promise. Thanks. And no. The dog is not taking a bath with you. Okay, okay. Don't worry. Obwohl es halt dem Hund auch nicht schaden würde, aber er wird so eine Sauerei. Wenn Daniel jetzt den Hund bauen würde, das wird Daniel so eine washing. Sauerei geben. He'd freak out if he saw a real bed. Ja. Believe I'm that happy to stay at a motel. Also ich glaube zumindest, dass wir es schon hatten. Deshalb.
Mit dem Handy, das ist jetzt so eine Sache. Ich weiß echt nicht. Time to say goodbye to modern life. Müssen wir es? Achso, wir müssen es sogar wegwerfen. Ich dachte, wir hätten die Wahl. Lily's freaking out. Maybe I should leave her out of this, or she'll get into trouble too. Da ist natürlich viel dran und ich verstehe das auch, dass Brody sagt und mit Handy ordnen und so, das ist jetzt eine schwierige Entscheidung, aber ganz ehrlich, wir wissen nicht, was sie macht sich auch ganz viel Sorgen und früher oder später hätte ich Sorge, dass auch wenn sie so cool, noch so cool und sonst was ist, früher oder später könnte sie sich so viel Sorgen machen, dass sie halt die Cops bei der Suche unterstützt. Und nein, wir können ja auch einfach nicht diese Sorgen lassen. Das Sean? Hey, Lila. Sean, is that you? Do you... Sean! Oh God, are you okay? I guess. I'm in a motel. With Daniel. Shit. Everyone's looking for you here. Fuck. Nein, ich hätte das so messed up. The cops are talking to everybody at school. This is a nightmare. We're fucked. Sean, don't say that. It will be okay. I miss you so much. Maybe you could come back. You know, I wish I could, but we can't take that risk. They're gonna put me in juvie. Daniel. Bullshit. You're innocent. And I've got your back. No matter what. No way. I'm not gonna let you get in trouble for me. Stop acting like I'm never gonna see you again. That's bullshit. I hope so. Also, dass das Bullshit ist, meine ich. I'm sorry. I totally hate this. I guess the freaking fighters are disbanded for a while. Shit actually changes, I guess. So, where are you going? We're just going away for now. I'll call you if I get a chance. I miss you, Lila. Sean, wait. Ich kann sehr gut verstehen, dass er das tut. Dad, you totally suck at games. Oh yeah, track star? I was the dodgeball champ of my high school. So duck! Ow! No fair! You guys, don't crush the play box! Hey, let's set it up! Dad, come on! Ow! Okay, my ball now. Watch out!
Merry Christmas, Kids. Ich für, also, wie gesagt, ich verstehe sehr gut, dass er sich aber anguckt, weil... Oh Mann, das ist jetzt schon... Das ist eine sehr schwierige Entscheidung, das Handy jetzt wegzuwerfen. Scheinbar müssen wir es tatsächlich tun. Ich sehe es insofern kritisch, weil Ortung ist tatsächlich ein bisschen... Das ist eine kritische Sache. Die andere Seite ist halt, dass so ein Handy gerade heutzutage bei den Möglichkeiten doch sehr, sehr hilfreich ist. Jetzt hat diese ganzen Erinnerungen alle weg. Und mir gefällt die Art nicht, wie er sein Handy entsorgt, denn das ist alles andere als sicher. Okay. Don't think about it. Just tell Daniel the truth. Are you kidding me? Remember that song? Come on, dance! Sorry, es wäre so schön, aber man, I can't dance right now. My legs are thrashed. Deswegen, sorry. You're no fun. Daniel, come here. We need to talk. Can we get a drink first? Es ist mitten in der Nacht. I'm thirsty. Und wir sind in einem Hotel. Right now? You said I could have a Coke. Or something. Okay, I'll get you a soda. But when I come back, we're going to talk. Serious. Fine. What's the big deal? Ziemlich groß. Wir wünschten ja auch, wir könnten es dir sparen, aber das ist auf jeden Fall besser so. Denn man kann es nicht für ewig aufschieben. It's okay. I want Dad. Me too. You told me we were gonna see Dad. I'm sorry. I just... Don't lie to me ever again.
ever. Und das werde ich nicht versprechen. Das tun nur die dümmsten Leute. Gerade nach dieser Nummer können wir das genau das nicht nochmal machen. I'll try, Daniel. But I need to protect you now. At any cost. I don't care. I'm not a baby. You don't need to protect me. Yes, I do. It's just you and me now. And I won't fail you. What are we gonna do without him? Shh. It's gonna be okay. It's gonna be okay. Sean. Am I a monster? Nothing is wrong with you. You're different. Okay. What are we gonna do now? I was thinking maybe we could go to Puerto Lobos, where Dad grew up, you know? Yeah, I guess. It'll be fine, Daniel. There's nothing we can't do. As long as we're together. Can you tell me a story? Like he did? I'm not as good as him. Musst du auch nicht. He used to tell me bedtime stories too. Once upon a time, in a wild, wild world, there were two wolf brothers living in their home lair with their papa wolf. They all lived happily together. But one day, hunters took their dad away. Now the brothers were alone, and they had to find a new home. They started a journey through the Great Big Forest. Das war Life is Strange 2, Episode 1, Rhodes.
Ja. Und ich muss sagen, gerade diese Endszene ist immer sowas. Ich weiß nicht, ich kann das gar nicht erklären. Aber ich habe da tatsächlich mal so ein Problem. Also das ist natürlich auch ein sehr bewegendes Spiel jetzt so. Also eine sehr bewegende Story. Aber tatsächlich bei mir ist eher so, ich habe das auch bei so Road-Movies und solchen Sachen ganz oft, also einfach bei einer bestimmten Art von Film, wenn dann halt so bestimmte Musik im Abspann läuft, dann sobald der Abspann da ist, breiten sich so enorme Sehnsuchtsgefühle aus. Und selbst wenn hier, so wie hier, sowas ganz Schlimmes denen passiert ist, was man denen passiert ist, den Charakteren, was man denen eigentlich auf gar keinen Fall neiden würde, die Situation, es ist irgendwie, löst es so ein Gefühl aus, dass man eigentlich viel lieber, man will nicht, das Ganze wirkt halt so eingerahmt und so einengt, wenn dann der Abspann kommt. Man möchte viel lieber, man möchte jetzt dabei sein und wissen, wie es weitergeht. Gut, dann können wir hier natürlich auch, müssen wir zum Glück ja nur auf die nächste Episode warten, vorerst. Aber ich weiß nicht, welche von euch das nachvollziehen können, aber das ist sowas, ich glaube, ich bin da, ja, nicht eigentlich, also... Ich glaube, es geht nicht so vielen Leuten so, aber ich glaube, ich bin auch nicht alleine mit diesen Gefühlen, dass es mir bei so Road-Movies und sowas halt oft so geht. Und auch gerade, wenn das eigentlich da den Leuten da schlimme Sachen passiert sind und die dann irgendwie auf der Flucht sind oder so, dass man da aber irgendwie, keine Ahnung, dann so eine Sehnsucht entwickelt, hinterher, nachträglich, nachdem der Film vorbei ist, gerade mit der Musik dann noch, die dann irgendwie sehr bewegend ist oder so, dass man dann irgendwie auch sich danach sehnt, auch da so, keine Ahnung, auf dieser Reise zu sein oder wie auch immer. Und in so einem Fall wie hier natürlich auch sich irgendwie wünscht, selber dabei zu sein, was tun zu können. Naja, das war auf jeden Fall Episode 1. Ja, ich hoffe, vielleicht guckt ja jemand von euch. Es tut mir nochmal unheimlich leid, dass ich die ersten Episoden da jetzt, die ersten Folgen da jetzt so verkackt habe mit dem Sound. Das hier sollte jetzt hoffentlich optimal gewesen sein. Ich werde es jetzt wahrscheinlich erstmal so lassen, weil so funktioniert es wenigstens. Vielleicht kann ich aber, nö, dann könnt ihr im Prinzip auch das Mischpult komplett gegen das Steinberg-Interface ersetzen. Weil so brauche ich halt eigentlich kein Mischpult. Naja, ein Mischpult wäre eigentlich, also ich hätte es eigentlich lieber trotzdem wieder so, dass es wirklich als analoges Mischpult ordentlich läuft. Aber ja, ist halt das Zoom R24 ist halt, das funktioniert als Audio-Interface halt eigentlich besser als Mischpult. Mit dem Reason oder so funktioniert es halt auch einwandfrei, da kannst du halt dann die Fader tatsächlich für die Spuren halt belegen und so, auch als Controller, dann das Ganze macht das wieder Sinn. So ist es halt so, dass du einfach die ganzen Fader nicht benutzen kannst, sondern nur die Gain-Regler, wenn du es halt als Quelle anschließt, als Soundkarte. Und halt auch nicht die einzelnen Spuren nutzen kannst, sondern dann nur den Mixdown. Ja, zum Spiel nochmal. Ich finde es, ich weiß nicht, ob ich es als viel besser finde als Life is Strange 1 und die anderen Sachen, aber es war halt so, das war halt auch sehr bewegend und so, aber es war halt immer, es war sehr vorhersehbar manchmal und so, oder nee, es war gar nicht mal so vorhersehbar, aber es war immer, man wusste halt immer, Max wird es verbocken und man wusste immer, Chloe wird es verbocken und es war einfach immer dieses, man wusste schon immer gleich, wann, man wusste immer, jetzt passiert was und so. Und das hier, dieses Spiel, hat erstens diese Sachen wie halt so echte IPs, echte Marken drin, die erwähnt werden. Herr der Ringe, Top Gear, Minecraft. Und dann hat man es halt eben auch, also diese... Bei Life is Strange 1 war es schon so, dass man es viele Sachen gab, die wie zum Beispiel Max, extrem langweiliges Leben. Eigentlich am Anfang so Sachen, die man halt wirklich einfach sehr gut kennt. Da hatte ich auch Glück, weil sie ist ja in dem Spiel gerade 18 geworden. Ich konnte das ja, Life is Strange 1 kam ja, glaube ich, raus, dass sie, da war ich, glaube ich, 19 oder so. Das war, fand ich tatsächlich mal ganz cool, weil es tatsächlich so war, da konnte man sich ziemlich gut reinversetzen. Insofern, aber das hier ist auch nochmal so ein Spiel mit dieser Story, ist,
Es ist kein Heavy Rain jetzt zum Beispiel, aber Heavy Rain ist für mich immer noch so ein Maßstab, dass das Spiel ist. Ich finde es gar nicht mehr so geil und ich könnte es gar nicht selber spielen, weil es mir teilweise einfach emotional ein bisschen zu krass ist. Aber Heavy Rain ist sowas, da hat mir das Let's Play schon gereicht. Es ist, da geht es ja darum, dass, ich meine, der Sohn, man spielt den Vater und der eine Sohn wird überfahren. Und der andere Sohn wird dann noch entführt. Und es ist so eine Situation, die kann halt keiner, dem das nicht wirklich passiert ist. Was hoffentlich nicht zu viele Leute auf der Welt sind. Aber, das kann natürlich keiner wirklich so nachvollziehen oder so empfinden. Aber sie haben halt bei dem Spiel wirklich ihr Bestes gegeben und haben es zumindest geschafft, ein näher da dran zu bringen an dieses Gefühl, als man sich das irgendwie vorstellen kann. Auch, ich glaube, das Spiel ist so alt, da kann man jetzt sowas mal auch spoilern. Auch diese eine Szene, die es dann später gibt, wo man dann entscheiden soll, ob man einen fremden Menschen da erschießt, einfach um diesen Hinweis zu bekommen, diese Verzweiflung, um seinen Sohn zu retten und so. Das ist da, finde ich, so gut rübergebracht. Und da gibt es, finde ich, nur sehr wenig Spiele, die an sowas ranragen. Aber dieses Spiel ist, finde ich, das schafft es auch, finde ich, ziemlich gut, einen irgendwie, es bringt einen diese Situation schon recht nahe, finde ich. Obwohl, also jetzt beim zweiten Mal, wenn ich es jetzt so überlege, es ist auf dem Niveau ist es trotzdem noch nicht, wie jetzt ein Heavy Rain, aber es ist schon, es ist nochmal was. Nee, und es ist auch so halt auch manche Sachen, also manche einfach von der Konstellation, auch wenn man es nicht so, also Dings, auch wenn ich jetzt selber keinen jüngeren Bruder habe oder so, aber es ist irgendwie, ich weiß nicht warum, aber das irgendwie wirkt einem das, also als würde man es wirklich kennen. Es wirkt einem, also ganz viel, es wirkt einem sehr vertraut da am Anfang, also ne, als sie noch zu Hause sind, so. Und zwar sehr, sehr vertraut und alles sehr glaubhaft und so. Und das finde ich halt sehr gut. Kommen wir zu einem anderen Punkt. Umso eher stört mich ein bisschen dieser diese Superkräfte in Anführungszeichen, dieser, wie heißt das, dieser übernatürliche Teil. Klar hatte man das bei Max auch, aber bei Max war das so, die Story war halt dadurch wirklich getrieben, sage ich mal. Dadurch ging sie los. Letztendlich ist es hier natürlich auch so, dass er dann, der Cop dann da noch gestorben ist, weil er da losgeschrien hat und sich dadurch alles bewegt hat. Aber das ist mir ein bisschen zu, ich finde, das hat man schon ein bisschen oft gesehen und ich mag das gar nicht mal so gerne. Ich weiß nicht, ich bin auch ein sehr neidischer Mensch. Tatsächlich ist mir auch immer ein bisschen peinlich, dass das nach wie vor so ist, aber da in der Hinsicht bin ich manchmal ein bisschen kindisch. Aber es ist so, ich weiß nicht, ich kann so einen Film einfach nicht ab, mich stört das immens, immer dieses so, wenn Kinder halt sich dann irgendwie so eine Superkraft haben und dadurch irgendwie alles kaputt machen und dann von allen, aber also dann von den anderen Hauptcharakteren immer totalen Schutz genommen werden und alles ist dann ganz schlimm, weil andere Leute was dagegen haben, gegen deren Superkraft und so, das mag ich eigentlich überhaupt nicht. Deshalb, ja, müsste ich jetzt hier in dem Spiel nicht haben, weil ich finde die Story ist halt so schon so gut, aber okay, wahrscheinlich wird sie sich noch so weiterführen, dass es sehr, ein sehr tragendes Element wird, muss ich halt mit leben. Ich meine, ein Beyond Two Souls zum Beispiel ist ja auch ein gutes Spiel. So. Und da geht es ja auch immerhin die ganze Zeit darum, dass sie da Aiden hat und so. Aber es ist halt doch trotzdem nicht, ich weiß nicht. Doch, ich finde, also Beyond the Souls ist doch schon ein sehr gutes Spiel. Andererseits, was so Entscheidungen und sowas angeht, da war ich halt jetzt eben ja am Ende sehr glücklich, dass man wenigstens doch dieses, dass das Spiel halt einem was vorgibt. Man kann nicht so viele Fehler machen. Das ist jetzt nicht wie ein, was ich halt auch vor kurzem erst gespielt habe, halt, ne, Detroit Become Human, wo man halt die ganze Zeit immer unter dem absoluten Adrenalinschub steht, irgendwelche Situationen ausbaden zu müssen.
wo ich sehr stolz auf mich war, dass ich alle Charaktere lebend dadurch gekriegt habe durch das Spiel. Also alle Hauptcharaktere. Nur Hank oder wie er hieß nicht. Den, ja, der halt ja aber kein spielbarer Charakter war. Ja, nee, aber auf jeden Fall, da irgendwie erhebte sich von Life is Strange 1, finde ich, schon nochmal ab, das Spiel. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist eine Art, auf die es emotional ist, die mir sehr gut gefällt. Sie sind auch nicht zu krass. Ich mag das auch bei, ich mag das bei Don't Not, dass sie sich selber nicht an diese, dass ihnen wahrscheinlich selber diese krassen, also die ganz krassen, traurigen Szenen und so halt auch zu krass sind, wie zum Beispiel bei der Farewell-Episode, als Chloe dann erfährt, dass ihr Vater gestorben ist. Das ist, die halten das alles immer noch so im Zaum, aber trotzdem sehr realistisch. Da zum Beispiel war ja alles nur mit Musik übergeblendet. Das finde ich ganz gut, weil das diese Spiele trotzdem auch dazu, weil es dazu führt, dass man diese Spiele trotzdem noch spielen mag. Es ist halt eben nicht wie ein Heavy Rain, dass du vielleicht ein einziges Mal spielst und dann sagst, ein zweites Mal kann ich das nicht spielen, weil ich es einfach zu schlimm finde. Weil ich irgendwie, keine Ahnung, keine Lust habe, da irgendwie in Tränen auszubrechen oder sonst was, weil es einfach zu krass ist. Und tatsächlich fand ich bei Heavy Rain die krasseste Szene tatsächlich ist, okay, na, die eine, nein, die wird zu doll spoilern, das, was am Ende, was man rausfindet, das ist halt, die ist, finde ich, relativ krass, diese eine Vergangenheitsszene. Und dann, aber was ich sehr krass finde, ist am Anfang die Szene, wo einfach nur, noch bevor der Sohn da stirbt, wo von dem Bruder einfach nur der Vogel gestorben ist. Und man aber 1:1, also, und das ist wirklich sehr realistisch, man 1:1 sich damit auseinandersetzen muss. Mit dem Sohn und wie er da dann sitzt und weint und das entdeckt. Und das fand ich echt eine so der schlimmsten Szenen fast, die ich so in so einem Spiel jemals hatte. Naja, nehmt das, mag ich das hier, dass die halt wirklich so sind, dass man da einfach, es ist schön, es ist einfach mega schön, es ist genau das, was man so, was man halt richtig gut verkraften kann und was man halt so, finde ich, ich mag dieses Spiel einfach gerne. Life is Strange ist eine schöne Reihe und gerade das Spiel, finde ich, hat da nochmal ein neues, was Gutes oben drauf gesetzt. Ja, wie es jetzt weitergeht, ist eine gute Frage. Ich finde halt sehr gelungen bei dem Spiel, dass halt diese bestimmten Sachen sind, wo man sich wie in echt halt diese krassen Sorgen macht, dass irgendwas passiert ist, wie zum Beispiel jetzt mit dem Hund. Jetzt haben sie nochmal zusätzlich halt eben dieses Element mit reingebracht, dass jetzt diesen Welpen dann noch dabei gibt, wo man echt wirklich sich, finde ich, nochmal extra krass Sorgen macht. Weil man echt, obwohl Daniel und Sean halt schon, also echt verantwortungsbewusst sind eigentlich. Also Daniel geht so, er ist halt 9, aber Sean halt auch jemand, der ihn halt auf solche Sachen, auf alles, wo er vorsichtig sein muss, eigentlich immer hinweist. Das finde ich so, das, ich finde das auch toll, wie das so ein Spiel ist, wo er das halt wirklich so, wenn man das spielt, einen so mit Stolz erfüllt. Da haben die Entwickler das, finde ich, echt gut gemacht, dass sie vorher Life is Strange 1 gemacht haben mit Max und Chloe, wo man sich immer für die in Grund und Boden schämen musste, wenn man es gespielt hat. Wie einfältig die manchmal waren. Das, ich finde, das kommt alles sehr gut zusammen. Hat schon jemand, es gibt noch niemanden, der das gespielt hat, von meinen Freunden. Nee, aber für mich also bisher richtig geiles Spiel und ich muss das jetzt unter anderem halt auch als Let's Play nochmal aufnehmen, weil dieses, was ich meinte mit dem Sehnsuchtgefühl und so, das, ich konnte einfach nicht mehr. Ich musste das Spiel jetzt noch, ich muss das irgendwie nochmal spielen. Ich konnte jetzt nicht warten auf die nächste Episode, weil es irgendwie so komischen Sehnsuchtsgefühle bei mir ausgelöst hat, das Spiel. Da halt irgendwie dabei sein zu wollen oder irgendwie mit, also wissen zu wollen, wie es weitergeht und so. Naja, und dann kann man es halt auch sonst einfach. Ich finde, nochmal spielen ist auch noch was, ich weiß nicht, das ist sowas, das beruhigt einen. Was wollte ich ihm noch sagen?
Ach, egal. Gehen wir unsere Entscheidung durch. So. Ich finde es schade, dass man nicht sehen kann, glaube ich, was man vorher gemacht hat, selbst. Und du hast den Schokocrisp für dich selbst behalten, haben die meisten gemacht. Du hast erst einmal die Wahrheit gesagt, haben die meisten gemacht, letztes Mal habe ich es halt eben nicht gemacht. Das ist, finde ich, so eine 50-50-Sache. Ich finde, er ist so ein Vater. Ich hätte ihm halt, also, man hat halt irgendwie, man merkt gleich diese Ausstrahlung, ich hätte ihm halt auch die Wahrheit gesagt. Weil er ist halt so einer, es war halt irgendwie schon klar, dass er mehr Geld dann gibt, wenn man die Wahrheit sagt. Gut. Achso, wenn ich das hier mal kurz eine Warnung von mir, wenn ich das jetzt durchgehe. Wenn ihr es selbst nochmal spielen wollt und wissen wollt, also dann selber gucken wollt, was passiert, wenn ihr andere Entscheidung trifft, dann jetzt das hier vielleicht überspringen, weil das kann sein, dass ich da halt euch jetzt spoiler, was passiert, wenn ihr euch anders entschieden hätte, also wenn wir uns anders entschieden hätten. Ja, da ist halt so eben sonst, wir hätten halt nur 20 gekriegt und dann sind wir halt nämlich knapp dran mit dem Geld. So war es halt bei uns letztes Mal. Da hatte ich dann 11 oder 12 Dollar und musste davon, konnte halt dann davon auch eben gerade eben das Soda und das Brot und den Schokocrisp kaufen. Und Tankstelle hat halt der natürlich letztendlich alles nichts gebracht. Nee, aber das, ich finde beides realistisch. Auch, dass er sagt, dass er eben nicht die Wahrheit sagt und dann das rauszufinden, finde ich fast vielleicht noch besser, weiß ich nicht, mit dem, dass er ihm halt eigentlich mehr Geld gegeben hätte. Aber du hast Esteban umarmt. Das finde ich, ich finde das schade, dass so viele Leute das auf diese Art durchspielen, weil ich finde, das ist halt wirklich. Ich weiß nicht, tut mir auch leid, dass ich mich da so drüber aufrege oder dass mich das so wurmt, aber ich finde, das ist halt einfach so eine Entscheidung. Bei so ganz vielen Leuten merkt man halt, dass sie bei vielen, an vielen Stellen so Entscheidungen treffen als Spieler. Und das ist, klar, ein Spiel ist natürlich auch dazu da, du bist ja ein Spieler und hast ja auch die Gewalt über das Ganze. Aber ich finde irgendwie, ich finde, das nimmt Realismus. Ich finde, das ist, gut, es gibt sicherlich auch Teenager, die ihn umarmt hätten, den Vater, aber so wie auf die Art, wie er das halt so gemacht hat, so, war es halt einfach dieses, ich fand, es musste so sein, dass man es nicht gemacht hat. Es ist halt so eine Szene, wo man halt schon direkt weiß, man wird es später bereuen, dass man ihn nicht umarmt hat, oder der Charakter wird später bereuen, dass er ihn nicht umarmt hat, aber genau so muss es halt sein, so läuft das Leben, finde ich. Es ist halt, bei so einer Szene finde ich es, doch eigentlich ist es gut, dass sie ihm die Wahl lassen, aber es ist halt eigentlich blöd, diese Wahl so anzunehmen und das zu machen, weil ist die Tatsache, dass du halt überhaupt die Wahl hast, zeigt dir halt schon viel zu krass, was die richtige Wahl wäre und sowas passt halt in diese Spiele, finde ich, eigentlich nicht so rein, während die halt ansonsten du halt eben nicht wirklich weißt, was du wählst. Obwohl ich sagen muss, dass ich bei diesem Spiel auch sehr zu schätzen weiß oder sehr gerne mag, im Gegensatz zu anderen Spielen, dass es nicht, also Sean sagt sehr oft genau das, was man selber sich darunter vorstellen würde. Oder meistens eher was Besseres, als man erwartet hat. Manchmal gibt es so Entscheidungen, wo man denkt, so, oh Gott, das ist jetzt beides scheiße. Und dann ist aber das, was man denkt, was dann eher passt. Da reagiert er dann auch ganz gut. Das finde ich sehr schön. Also das war, es war auch lustig bei Life is Strange Before the Storm zum Beispiel, bei Chloe. Es war auch lustig, aber es war halt schon manchmal, es war manchmal anstrengend, dass man halt, du konntest da zwei Sachen auswählen und du wusstest nie, was dich jetzt erwartet, was Chloe sagt. Denn wenn du da eine bestimmte Sache ausgewählt hast, konnte es sein, dass sie sonst was sagt. Und wir hatten es jetzt ja zum Beispiel auch bei Kingdom Come Deliverance. Da hatten wir es ja auch jetzt im Kloster, dass man halt nie wusste, was sagt Heinrich da jetzt genau. Auf was muss ich mich da gefasst machen? Ist das jetzt vielleicht der falsche Weg, so daran zu gehen? Oder drückt er sich halt vorsichtig aus? So, dann. Geld aus dem Glas geschoben. Hier, du hast etwas Geld ins Glas getan. Ich schätze echt, dass das war das Geld nehmen. Das war wahrscheinlich falsch übersetzt, weil da konnte man Geld stehlen und Geld nehmen. Und ich schätze, Geld nehmen hätte geheißen, Geld reintun.
Du hast Brad konfrontiert, du hast Daniel die in Frage gestellt. Habe ich diesmal gemacht, weil ich dachte irgendwie doch, es passt vielleicht doch ein bisschen besser. Letztes Mal habe ich Brad konfrontiert, ich finde es beides. Ich finde auch er ist jemand, wo, dem man doch zutrauen würde, dass er da dann vielleicht für seinen Bruder einsteht, wenn er halt schon selber findet, dass der Nachbar so ein Arsch ist. Andererseits, so wie wir es jetzt gemacht haben, fand ich es auch okay. Was ein bisschen schade war, okay, dadurch hatten wir jetzt ein bisschen... Für ihn ist es halt nochmal so ein bisschen extra peinlich vielleicht für Sean, weil so hatten wir jetzt diese... So ein bisschen diese Marty McFly-Nummer. Niemand nennt mich eine feige Sau. War jetzt natürlich nicht ganz so, sondern er hat dann jetzt da... Ne, mit seiner Mutter und so, wo er ja echt schlecht drauf zu sprechen ist. Wo ich auch nochmal, das muss ich kurz nochmal anmerken, was auch so eine Sache ist, ne? Mit der Polizei wissen wir halt nicht so ganz, was ist. Und mit die Sache mit der Mutter ist immer noch... Ich bin mal gespannt, ob wir da noch was erfahren, was da genau vorgefallen ist und was, weshalb die da wohl ja so sehr zerstritten auseinandergegangen sind, der Vater und die Mutter. Und er auch nichts von der Mutter wissen will, wie alt er damals war. Ob er... Ja, doch geboren worden. Muss ja schon geboren sein. Gewesen sein, ob Daniel da schon geboren war. Ob Daniel seine Mutter kennt. Und ja, doch, auch das muss ja. Auch das muss ja so sein. Aber nein, aber ne, also ob Daniel sich da noch dran erinnern kann. Und ob Daniel das halt genauso sieht wie Sean, dass zur Mutter zu gehen überhaupt keine Option ist. Also. Gut, angesprochen wurde sie jetzt eben im Bus nicht nochmal, ne? Weiß man nicht. Würde mich schon interessieren. So, ich habe auf dem Parkplatz nichts gestohlen. Das habe ich halt bewusst ausprobiert, weil ich dann wissen wollte, ob... also auch nichts... Ich hätte ja auch sonst nichts gestohlen. Ich habe halt letztes Mal diese Box da aufgebrochen, da war halt kein Geld drin. Aber ich dachte halt, vielleicht hängt es davon ab, ob Daniel dann halt von Brody die Figur klaut. Aber tatsächlich hängt das wohl damit zusammen, ob man dann die Campingausrüstung gestohlen hat. Aber das hätte ich dumm gefunden, es nicht zu tun. Und ich hoffe halt auch wirklich, dass es uns hilft, weil in dem Moment konnten die beiden ja nun wirklich nicht wissen, dass Brody sie da jetzt mitnimmt und erstmal in ein Motel. Und man weiß auch nicht, was dann kommt. Also es ist meiner Meinung nach definitiv die richtige Entscheidung, die Campingausrüstung zu stehlen. Ich finde es gut, dass er gleichzeitig noch die Jacke mitgenommen hat. Für Daniel natürlich trotzdem schlechtes Vorbild. So, Daniel geschickt, um Essen zu betteln. Also ich meine, da müsste man da schon echt, also keine Ahnung, dafür müsste man schon echt eine sehr geringe Hemmschwelle haben. Selber betteln auch mit der Hemmschwelle, aber das ist schon eher, das ist wenigstens nicht so dreist, also es ist nicht so gemein, Daniel gegenüber wie ihn vorzuschicken. Nimmt ihm auch, glaube ich, so ein bisschen, hätte ihm auch vielleicht so ein bisschen Mut genommen oder ihn, ich weiß nicht, also ich hätte es auch voll komisch gefunden, weil ich meine, dann, das, also spätestens dann hätte Daniel das doch in Frage gestellt, oder? Ob das da nicht, also, dass das da mit rechten Dingen zugeht, wie sie da, dass sie da campen gehen. Also, wir haben jetzt nicht um Essen gebettelt. Meine Schwester hat es letztes Mal gemacht. Ich hätte es generell nicht getan. Wenn man es tut, ist der Vater sehr, sehr unfreundlich. Die Mutter beschwichtigt ihn dann auch so, aber mir hat es so schon gereicht, ehrlich gesagt. Es war so schon unangenehm genug. So, wir haben nichts gestohlen. Erst recht nicht, während Danny Doris abgelenkt hat. Wir haben aber Hank geschlagen und die Campingausrüstung gestohlen, weil das musste einfach sein. Es hat tatsächlich nur knapp über die Hälfte gemacht, aber ich finde, es ist eins der wenigen Spiele oder eine der wenigen Situationen zum Spiel, wo ich wirklich finde, dass es ist die logische Konsequenz, das zu tun. Auch wenn ich, wie gesagt, eben sonst also von... Also selbst in so Spielen versuche ich eigentlich, wenn es nicht unbedingt jetzt aus meiner Ansicht, also meiner Ansicht nach notwendig ist, so zu handeln, um dem Charakter gerecht zu werden, bin ich sonst trotzdem, auch wenn es einem nahegelegt wird, sehr gegen Selbstjustiz, auch in Spielen.
Also jetzt, ne? Also klar, das muss man mit sehr, sehr großer Einschränkung sehen, ne? Also jetzt solche Spiele. Klar, GTA oder sowas ist jetzt ein bisschen was anderes. So, ich habe Leila zurückgerufen. Haben auch die meisten tatsächlich getan. Ich habe ja also von den Vergleichen her, also ich habe jetzt halt die Vergleiche und ich hatte mir halt bei Gronkh angeguckt, was er hinterher, also was er da genommen hat. War ich sehr erstaunt. Also er hat das zum Beispiel nicht getan. Es ist natürlich, wenn man ganz auf Nummer sicher gehen will, ja, aber ich glaube, es ist wirklich besser, sie zurückzurufen. So, und das ist nämlich auch wieder so, dass so viele Leute, obwohl das verstehe ich dann wieder nicht, warum die Leute, die halt sonst versuchen, so für ein Spiel die beste Entscheidung zu treffen, warum die also so vorausschauend immer die Entscheidung treffen, finde ich lustig, dass dann so viele das machen, dass sie wirklich so viele immer der Ansicht sind, man müsste seinem kleinen Bruder das versprechen. Das ist, ich finde das, ich finde, wenn man Kindern sowas verspricht, was man wahrscheinlich nicht halten kann. Ich finde, die sind ja auch nicht dumm. Und das ist, finde ich, immer sehr. Damit sagst du halt einem Kind sehr deutlich, finde ich, wenn du ihm sowas versprichst. Es ist zwar natürlich schon sehr, es ist sehr gut gemeint und sehr beruhigend vielleicht für das Kind, aber es ist eigentlich, machst du ihm damit sehr, sehr deutlich, dass es halt nur ein Kind ist. Oder noch ein Kind ist. Und du halt auf es aufpassen musst und, ne, Dings. Also das, oder, ja, ich weiß nicht, also das, ich sag mal, zumindest wenn man so wie Daniel jetzt so mindestens 9 ist und so, dann, und nicht ganz dumm ist, dann weiß man als Kind, wenn derjenige das wirklich nur sagt, um nett zu sein und das nicht versprechen kann. Wenn man es, ich sag mal, wenn man schon relativ reif ist, dann ist es einem auch egal. Dann nimmt man es gerne so hin und weiß, dass es gut gemeint ist. Aber zum Beispiel jetzt so bei Daniel, weiß ich nicht. Ich finde, es ist wirklich besser, da ehrlich zu ihm zu sein. Eben so ehrlich zu sein, dass man auch sagt, dass man versuchen wird, ehrlich zu sein und es nicht verspricht. Daniel hat etwas über Wegmarkierung gelernt. Ich finde nach wie vor, da gibt es nicht so viel zu lernen. Daniel ist hingefallen und dreckig geworden. Ich habe es absichtlich nochmal wieder gemacht, weil das ist auch wieder so, ist klar, man kann natürlich so nett sein, aber es ist halt diese Beziehung, großer Bruder, kleiner Bruder. Wenn es darum geht, nur über so einen Baumstamm zu klettern und dein Bruder auch so ist, so einer, dein kleiner Bruder, der so, ne, ich kann das und Dings. Wenn er es nicht explizit sagt, so wie bei dem Felsen, klar hilft man ihm von dem Felsen runter, da und so, ne, aber wenn er über so einen Baum klettert, ganz ehrlich, dem hilfst du doch nicht. Das natürlich, wenn er dann hinfällt, so, oh, sorry, ne, und Dings, das, tut mir leid, aber ich finde es genau richtig, wie wir das gemacht haben. Daniel hat im Wald eine Festung gebaut. Ich hätte es auch gerne gesehen, aber ich fand das andere doch mit dem Holz fürs Feuer sammeln, fand ich ganz gut, deshalb habe ich es einfach nochmal wieder so gemacht. Daniel hat das Wettrennen im Holz sammeln gewonnen, war auch letztes Mal so. Ja, wie bei den meisten war es halt nicht so, weil ich glaube nämlich, dass es daran gebunden, wenn er nämlich die Festung baut, dann können die sich nicht im Holz sammeln müssen. Das finde ich recht schade. Er hat gelernt, wie man Steine hüpfen lässt. Da sieht man, dass viele Leute, naja, aber auch nur knapp die Hälfte, also eben halt nicht die Geduld haben, bei so Spielen sowas so oft zu probieren. Ich bin ja sogar so jemand bei bei so Spielen wie Deponia oder so, bin ich ja sogar eiskalt, ne? Wenn ich irgendwie den Verdacht habe, da gibt es vielleicht eine Errungenschaft, wenn man mit Rufus oder so da bei Deponia so richtig hartnäckig ist, ich mach das. Ich mach so eine Dialogoption 10-mal. 15 Mal. Wenn es dann noch keine Errungenschaft gab, dann gebe ich auf. Aber dann, ich mache sowas.
Daniel war im Wald wütend auf dich. Oh, war er diesmal nicht. Ach stimmt, weil wir nicht ins Spinnennetz geschubst haben. Gut. Oh, mein Glück. Ja, ich fand's auch okay, als er wütend auf uns war. Letztes Mal. Da habe ich ihn halt ins Spinnennetz geschubst. Diesmal halt nicht. Der hatte eine erträgliche Nacht. Hatte ich letztes Mal. Diesmal haben die Geschichten im Albtraum bereitet, weil wir halt an dieser Tafel waren und das mit den Bären erzählt haben. Was mich auch wundert, weil wir haben ja hinterher eigentlich dachte ich, es wäre daran gebunden, dass man ja am Feuer noch von den Werwölfen und so erzählt. Hat er dann nur gesagt, wir sind die Wölfe und so und Dings. Ich weiß eigentlich nicht. Also gut, tut mir ein bisschen leid, aber ich habe es auch nicht so mitgekriegt, weil letztendlich er hätte halt sowieso den Albtraum mit dem Vater hätte er gehabt. Also gut, er war dann danach ein bisschen verängstigt und hatte halt Angst wieder, ne, vorm Einschlafen wieder wegen den Tieren, aber hey, meine Güte. Danny muss zum Essen bitten, das ist. Nein, das ist einfach auch, das ist. Also wer das macht, der ist schon ein Arschloch. Sorry jetzt an alle, die das tatsächlich gemacht haben. Ich will jetzt auch kein Arschloch sein, dass ich das zu euch so sage, aber. Ich finde übrigens cool, dass es halt dieses, ne, also wir haben halt hier Seans Entscheidung auf Sean bezogen und auf Daniel bezogen. Den hat Doris abgelenkt, nein, hat er nicht. Und sie war halt echt. Das frustriert mich immer noch. Also echt dieses. Beim ersten Mal so habe ich halt nicht mit ihr geredet und dachte halt erst so, okay, sie ist auch eher so ein bisschen grumpy und so und wir wollen uns lieber nicht mit ihr anlegen. Sie erkennt uns bestimmt. Es ist jetzt nicht so eine, sie ist, also ich hätte nicht gedacht, dass sie jetzt so gemein ist wie der Typ, aber so vielleicht, ne, dass sie Dings und dachte so toll, die ist auch noch so doof und hat uns keinen Kassenbon gegeben, dachte ich letztes Mal, ne, dass wir dem das beweisen können, aber diesmal, die war so nett, ich verstehe halt echt nicht von Sean, warum er nicht einfach mit reingekommen ist, weil ich bin mir sicher, sie hätte das geklärt. Seien sie wäre halt ihrem Mann gegenüber so zurückhaltend gewesen. Das wäre echt fatal gewesen. Das wäre dann wirklich krass gewesen. Aber so weit ist es ja gar nicht gekommen, sondern na, irgendwie ist es weitergekommen, theoretisch. So, Daniel hatte auf jeden Fall genug zu essen. Unter anderem, deshalb, also ich weiß nicht, ich glaube, bei mir war das auch vorher so, aber, oder nicht? Nee, ich glaube nicht, aber diesmal, wir haben halt den Hotdog auf jeden Fall dann nämlich vorher essen können, bevor der Typ kam, und das ist definitiv, das fand ich gut. Also, ach so, das war damit, ja, ich meine, das hätte man da erstmal hinkriegen müssen. Dass er von Brody gestohlen hat, ist halt echt nicht so toll. So, wir sehen uns jetzt noch kurz den Trailer für die nächste Episode an. Alright. Come on, man. Focus. Okay. Trust me. You can do it. Ja, war mal wieder nur dieser absolute Kurzteaser. Ja. Ja, habe ich schon. Ja, da haben wir jetzt nochmal dieses gesehen, was ich halt meine. Das ist halt jetzt dieser Klassiker. Er soll seine Kräfte da beherrschen lernen und so. Und das ist halt. Mir gefällt es nicht so doll. Aber ich finde es okay. Viel schlimmer ist, ich weiß nicht, ich könnte auch, wenn ihr es wollt, wenn es euch interessiert, könnte ich auch The Awesome Adventures of Captain Spirit nochmal spielen. Ich wusste es vorher nicht. Da gibt es die Endszene davon ist sehr entscheidend. Spoiler, nicht spoilern. Ist kein Spoiler, finde ich. Man sieht am Ende die beiden.
Ich habe sie erst nicht, also im Spiel jetzt nicht wiedererkannt, weil ich das bei dem Awesome Adventures of Captain Spirit so schnell gar nicht sehen konnte, dass die es sind, aber ich hab's. Mir ist nachher was ziemlich Krasses eingefallen. Wer das Spiel gespielt hat und ne, weiß, worum es geht mit den Superkräften und so. Chris, tut mir echt leid, denn nach dieser Szene, die wir da eben gerade kurz gesehen haben, was er also Daniel beibringt, weiß man ganz genau, was am Ende der von The Awesome Adventures of Captain Spirit passiert ist. Und das... Mir tut der Chris echt leid, weil er halt... Mal kurz weghören, wer jetzt nicht gespoilert werden will. Das Ding ist halt... Er glaubt halt, ich hab's mir danach nochmal bei Gronkh einfach das Video nochmal das letzte Stück angeguckt. Das sind halt eben tatsächlich die beiden da, die im Garten nebenan stehen. Und das Schlimme ist, er fällt dann ja da, also Chris läuft, ist ja sauer auf seinen Vater und läuft raus, fällt von dem Baumhaus runter, weil eine Sprosse abbricht. Und dann bleibt er halt noch so kurz über dem Boden schweben und sinkt dann zu Boden. Und in dem Moment denkt er halt, er hat das jetzt final gemacht und hat tatsächlich Superkräfte. Und das tut mir so krass leid für ihn, weil nach, eben wie gesagt, nach diesem Ding, was wir eben gesehen haben, wissen wir halt alle sehr genau, was passiert ist. Zweite Sache, die mich beunruhigt, wenn man auch, wenn man das sich anguckt, habe ich auch nur zufällig gesehen, wenn man erstmal drin ist, ist man drin und sieht alles. Die beiden Jungs stehen da draußen im Garten, aber ohne Hund. Kann vieles bedeuten, kann komplett belanglos sein, aber ich... Es mindert nicht gerade meine Sorgen darüber, dass dem Hund noch was passieren könnte und das wäre das... Das wäre, ich würde es ziemlich hart finden, wenn das jetzt mit Daniel dann auch noch irgendwie, wenn der, also, wenn ich irgendeinen Fehler irgendwie, der Hund sterben würde, das wäre schon sehr übel. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Episode. Ich fand die erste schon mal richtig geil. Ich würde sagen, bis dann. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Sorry nochmal, ich kann es nicht lassen, das nochmal zu sagen. Sorry nochmal für diese üble, üble Tonqualität in den ersten Parts. Und ich hoffe, wer auch immer, wie viele auch immer das jetzt halt geschaut haben, dass zumindest ihr auch in der nächsten Episode reinschauen werdet. Und bitte wirklich das Nutzen bei so einem kleinen Kanal wie meinem, dass ihr halt in die Kommentare schreiben könnt und auch da gehört werdet. Schreibt mal ruhig drunter, ob das okay für euch war. Ich glaube, mir ist es ganz gut gelungen. Ich fand es auch selber, also für mich war es auch selber fast wie nur, als würde ich es nochmal neu spielen. Klar, man hat dann jetzt so ein paar Sachen, weiß man, dass sie passieren, das ist nicht mehr so schockiert wie mit dem Typen da jetzt da bei der Tankstelle. War aber auch eigentlich das Einzige, was mich jetzt an der ganzen Sache, also an ganzen Dings überrascht hat. Jetzt krass. Und was ich da nochmal sagen muss, zum Spiel selbst. Also ich war sehr krass positiv überrascht von dem Spiel, als ich das erste Mal gespielt habe. Ding war halt der Trailer. Der Trailer war so gut schlecht. Also der Trailer hat ganze Arbeit geleistet, einen selber aufs Glatteis zu führen, fand ich. Denn bei dem Trailer, ich war so überzeugt davon, dass die durch irgendein Versehen, durch irgendwas, sie irgendwie mit einer Knarre gespielt haben, wäre auch eine gute, also wäre auch so eine Story, die ich den Entwicklern zugetraut hätte, dass die wirklich den aus Versehen zumindest angeschossen hätten, halt, den Typen. Hätte ich mir vorstellen können und ich dachte echt nur so, oh, was für Kackbratzen diese beiden Kinder. Ich habe so keinen Bock drauf, die zu spielen. Ach, so, der Ältere ist schon scheiße. So sorgt sich dann auch noch scheinbar so doll um seinen kleinen Bruder, der noch beschissener ist. Und dann, ich war so krass positiv. Ich hatte eigentlich so fast keinen Bock drauf und war dann so krass positiv überrascht, als ich das gesehen habe, weil man schließt sie dann doch so krass ins Herz und es ist aber es wäre auch viel schwieriger gewesen, wenn sie jetzt, also es sind halt zwei Charaktere, die doch schon sehr
die man sehr gut ins Herz schließen kann und wo es jetzt auch sehr schwer gewesen wäre, wenn sie dann doch trotzdem halt irgendwie so scheiße gewesen wären. Deshalb sehr gut, dass es da andere Gründe gab, dass da ganz andere Sachen passiert sind. Und sehr cool finde ich, wie die Entwickler einen mit dem Trailer, zumindest mich selbst, ein bisschen aufs Glatteis geführt haben, dass man halt letztendlich was Gleiche oder Ähnliches gedacht hat, wie halt die Polizei da tatsächlich. Da sieht man halt auch mal so tatsächlich, wie leicht man da manipuliert werden kann und die, ja, beiden Perspektiven. Das nochmal gesagt, dann bis zur nächsten Folge und tschüss.